Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DirectX 12, Folge 3, Monitor, Framebuffer, Swapchain und Fenster. Ja, nach dem Intro geht's los. Ja, bevor wir heute groß mit DirectX 12 und der Swapchain und Framebuffern und irgendwas anfangen, möchte ich mal ganz am Anfang anfangen, und zwar beim Monitor. Wie funktioniert so ein Computermonitor eigentlich überhaupt? Ja, dazu schauen wir uns doch erstmal einfach ein paar Specs an von einem Monitor. Ja, das ist nicht der Monitor, von dem das Datenblatt rechts ist, das ist einfach nur irgendein Bild. Ja, zwar habe ich mir einfach mal von einem LG-Monitor, den ich mir bestellt habe, das Datenblatt besorgt. Den habe ich vor 4 Monaten bestellt, meinte der schon da. Nee, der ist genauso knapp wie Grafikkarten, da ging die RTX 3090 schneller wie der Monitor, okay. Ich habe ihn bei einem Scheiß-Shop bestellt, der mich dann noch gelinkt hat und mich wieder storniert hat nach 2 Monaten, aber gut. Ich habe es jetzt über die Distribution irgendwie im Zulauf und schauen wir mal, vielleicht kriege ich den ja irgendwann mal. Das sollte man dann auch sehen, wenn sich irgendwas ändert an der Auflösung oder whatever. Genau. Also, zwei Hauptmerkmale oder eigentlich drei Hauptmerkmale ist einmal die maximale Auflösung, Refresh Rate und die Farbdarstellung eines Monitors. Auflösung hier zum Beispiel 4K, 3840x2160p, at 144 Hertz mit einer Farbtiefe von 10-Bit, wobei das ein bisschen gelogen ist, weil 144 Hertz und 10-Bit ist nicht zertifiziert von DisplayPort, da müsste man dann übertakten, den DisplayPort, und ja, wird eher nichts. Also es ist dann eher 4K, 120 Hertz, 10-Bit, das ist im Moment realistisch und im Moment das meiste, was man überhaupt hinbekommt bei Monitoren. Ja klar, der Monitor an sich kann dann natürlich irgend so ein Acer Predator für 2000 sein, der dann noch Matrix-Dimming hat, irgendwie VESA HDR 800 oder was, im Vergleich zu nur, ich glaube hier, was das VESA HDR 600, aber preis-leistungsmäßig ist der Monitor nur zu empfehlen. Ich habe ihn persönlich noch nicht getestet, ich würde euch gerne schon mehr darüber sagen, wollte ich eigentlich bei dem Video auch schon gehabt haben, den Monitor, damit ich euch eben mehr sagen kann. Ja, so eben jetzt nicht gut gelaufen, aber gut, reden wir einfach nochmal grob und eben nicht so genau drüber. Also, ein Monitor besteht aus Pixeln. Pixel ist die kleinste Einheit, die der Monitor anzeigen kann. Aber wie funktioniert denn jetzt eigentlich so ein Pixel? Und zwar muss man da eigentlich unterscheiden zwischen den zwei Grundtypen von Displays. Da gibt es einmal LED-Displays und einmal LCD-Displays. Klingt ähnlich, ist aber was anderes. Und zwar LEDs ist, haben wir hier einmal die Frontansicht, also wenn man auf dem Bildschirm drauf schaut, der schwarze Rand soll quasi einen Pixel hier demonstrieren. Was wir quasi drin haben, sind 3 Leuchtdioden, 3 LEDs, 3 quasi Lampen, eine rote, eine grüne und eine blaue. Und mit RGB können wir jede beliebige Farbe, in der Theorie natürlich, klar kriegen wir nicht alle Farben wie im echten Leben hin, aber theoretisch können wir alle Farben damit mischen. Natürlich sowas wie Infrarot oder Ultraviolett oder sowas, das wird natürlich nichts damit, den Leuchtdioden. Aber alle, sagen wir mal so, normal sichtbaren Farben können wir damit machen mit RGB. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier ja 3 Leuchtdioden und wir steuern einfach die Lichtintensität. Wie wir das machen, ist im Prinzip wurscht. Wir können die analog dimmen, was ist natürlich nie besonders vorteilhaft ist, weil analog dimmen immer sehr, sehr schwierig ist. Ich weiß nicht, wie es in Bildschirmen gemacht ist. Kann gut sein, dass die analog dimmen. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht direkt sagen. Bin kein Displayhersteller. Das weiß ich leider nicht, würde ich euch gerne sagen, aber so einfach ist das nicht. Ja. Und dann meistens eben oft durch Pulsweitenmodulation. Das heißt, ich variiere einfach, wie lange sind die LEDs jeweils an. Ja. Und das wird es dann einfach, weil die LEDs so nah zusammen sind oder weil eine Optik drumherum gebaut wird, kann das dann eben dann aussehen, wie als ob das ein leuchtender Punkt ist. Das soll quasi hier dieser weiße Kreis darstellen. Auf der anderen Seite LCD-Displays. Hier ist auch wieder genau ein Pixel dargestellt. Und zwar ist ganz hinten auf der Rückseite des Monitors eine Lichtquelle, eine Lampe. Die erstreckt sich meistens über einen kompletten Monitor. Es sei denn, wir haben irgendwie sowas wie mit Zone-Dimming, dass wir bei einzelnen Zonen... Die überstreckt sich meistens über den kompletten Bildschirm. Es sei denn, wir haben irgendwas mit Zone-Dimming, dass wir einzelne Zonen dimmen können. Aber wir haben auf jeden Fall hinten, hinter dem Pixel, irgendwie eine Lichtquelle. Ob das jetzt ein kleiner Bereich einer großen Lampe ist oder einer einzelnen Lampe, ist ja im Prinzip egal. Wobei eine einzelne Lampe wäre richtig Premium. Also ein LCD-Monitor, wo jeder Pixel eine eigene Lampe hat, das wäre richtig, richtig gut. Genau, aber wir haben, wie gesagt, eine Lampe. Und die strahlt durch 3
Schichten durch, durch die RGB-LCD-Schicht. Das sind eigentlich mehr Schichten, das sind noch Kathoden, Elektronen, Polarizer und irgend so ein Zeugs und so ein Scheiß ist überall noch drinnen, weil man eben das Licht eben ausrichtet und dann eben durch diese LCD-Schichten, da muss eben genau in der richtigen Ausrichtung durchgehen, das Licht, damit er die Schicht blockieren kann, beziehungsweise nicht blockieren kann. Da steckt eine Menge Wissenschaft dahinter, aber wir sehen das jetzt einfach mal ganz abstrahiert als drei Schichten. R, G und B für die Farbverteilung. Genauso wie bei der LED. Rot, Grün und Blau. Und dann irgendwann, wenn es durch diese Schichten durch ist, ist da nochmal ein Glas davor. Das schützt einfach nur die ganzen Sachen vor Umwelteinflüssen und dann letztendlich fliegt es durch den Raum, die Photonen, und in unser Auge. Also quasi hier emitte ich Photonen der Wellenlänge Rot, Grün und Blau. Die werden demnach abgeblockt oder beziehungsweise ja, abgeschwächt und kommen dann irgendwann in unser Auge. Ja, und wie funktionieren jetzt diese Schichten? Ich habe ja schon gesagt, die werden abgeschwächt. Und zwar habe ich hier mal ein kleines Diagramm gezeichnet. Und zwar vom Farbspektrum nach rechts hier einmal aufgetragen und nach oben die Durchlassbelichtung quasi. Das ist ja einmal aufgezeichnet für Grün, Blau und Rot. Und ihr wundert euch vielleicht, warum da so viele Linien drinnen sind. Das ist quasi eine Kennlinien-Schar. Das heißt, da sind zwar hier nur 5 dargestellt, aber theoretisch gibt es da unendlich viele dazwischen. Nur, dass wir eben nicht alle unendlich viel nutzen können, weil das einfach nicht möglich ist, mit digital unendlich viel zu nutzen. Selbst mit analog, da kann man es zwar theoretisch auch machen, aber mit analog ist ja auch schwierig, weil es muss ja irgendwie theoretisch digitalisiert werden oder beziehungsweise erstmal wieder von digital auf analog gewandelt werden, weil die GPU und der PC ist ja, wie wir wissen, digital. Ja, was hat es jetzt damit auf sich? Das Diagramm ist eigentlich falsch, beziehungsweise ist nicht falsch, aber es ist halt 1 minus den Durchlass. Es wäre nur andersrum sehr unübersichtlich geworden. Da hätten wir hier oben immer die Linie durchgehend gehabt. Zum Beispiel bei Grün wäre es hier durchgehend gegangen und dann hier runter und dann da wieder hoch. Weil was man sich vorstellen muss, die grüne Schicht hier oder der grüne LCD-Panel-Bereich, der ist dafür gedacht, grünes Licht nicht durchzulassen, sondern alles Licht durchzulassen, außer grünes, um es zu blockieren. Spielen wir das einfach mal durch. Es kommt hier Licht von mit RGB an, RGB-Wellenlängen, sage ich jetzt mal. Hier in der Schicht werden rote blockiert, das heißt, es kommen nur noch grüne und blaue raus. Hier in der Schicht werden grüne blockiert, es kommt nur noch eine blaue raus. Hier werden blaue blockiert, es kommt gar nichts mehr raus und der Pixel ist schwarz demnach. Ja, damit hätten wir einen schwarzen Pixel, da können wir uns auch die Lichtquelle sparen, da können wir einfach eine schwarze Scheibe irgendwo hinmalen. Ne? Das war Metall, Papier, schwarz anmalen. Nee, aber was ja der Witz am Bildschirm ist, ist, dass wir diesen Durchlass eben steuern können. Deswegen auch die Kennlinien-Char. Weil hier hätten wir zum Beispiel hier ganz oben heißt, ich blockiere alles in dem Fall. Und das hier unten würde heißen, wir blockieren fast nichts. Das heißt, wir können das hier ansteuern, wie viel wir blockieren wollen. Beispielhaft, wir strahlen hier mit RGB, mit 100% R, 100% G, 100% B raus. Hier wird 50% rot abgeblockt, das heißt, wir gehen weiter mit 100% blau, 100% grün, 50% rot. Hier in grün wird 100% grün abgeblockt, das heißt, wir gehen nach der grünen raus mit 100% blau und 50% rot. In der blauen wird 20% blau blockiert, das heißt, letztendlich gehen wir raus mit 50% rot und 80% blau. Und das ist dann demnach unsere Pixelfarbe. Da könnte man jetzt irgendwie mit dem Colorpicker mal schauen, was das für eine Farbe wäre. Aber demnach können wir, indem wir die Durchlassfähigkeit dieser einzelnen Schichten hier variieren, demnach einstellen, wie das Licht letztendlich zum Auge durchkommt. Und diese Kennlinien-Schau, die sind wie gesagt theoretisch unendlich, aber wir können das nicht unendlich nutzen. Oder auch physikalisch, die Dinger sind ja auch träge, da gibt es ja dieses Gray-to-Gray, die Response-Time von den Panel. Das hat ja alles, muss man sich vorstellen, das sind zwei Platten, das ist eine Kathode und eine Anode. Und dazwischen baut sich ein elektrisches Feld auf und dadurch, dass sich das elektrische Feld aufdreht, richten sich Kristalle aus, die standardmäßig eigentlich anders wollen. Oder beziehungsweise eigentlich wollen die nicht anders, sondern dieses Feld muss sich ständig wechseln, weil sonst würden diese Kristalle sich dauerhaft ausrichten. Und ja, zumindest ist es so bei den normalen LCD-Devices, der ESP-Panels, ESP-Technologie habe ich mich nicht sehr damit beschäftigt, aber mit Standard-LCDs würde ich mal sagen, kenne ich mich zwischenzeitlich ziemlich gut aus. Ich habe mir immer viel informiert. Aber da haben wir eben eine Anode und eine Kathode und die stehen sich gegenüber und dazwischen ist eben diese Schicht mit den Kristallen drinnen, die sich eben ausrichten. Und wenn wir da eben eine Spannung anlegen, dann gibt sich eben ein E-Feld und das E-Feld an sich wäre ja schön und gut, aber das Problem ist eben, dass wenn wir da zwei Kathoden haben, die isoliert gegenüberstehen, haben wir einen Kondensator. Das heißt, wir haben da einfach eine gewisse Zeit, die Ladung erhalten bleibt und die wir zum Umladen dementsprechend brauchen, wenn wir die Farbe anders anzeigen wollen oder nicht mehr anzeigen wollen. Und deswegen haben wir da auch eine nicht unendliche Response-Time für einen Bildschirm auch drinnen. Das geht jetzt zwar schon wieder viel zu weit, wie ich eigentlich erzählen wollte, aber gut, okay, ne? Ein bisschen unnützes Wissen, schadet euch nicht, ne?
Naja, auf jeden Fall müssen wir ja auch irgendwo limitieren, wie viel Farbkombination wir haben. Das ist zum einen der Durchsatz vom Kabel. Wir können doch das Display-Kabel nicht alles unendlich durchschicken. Wir haben da irgendwo mal, ist da mal Schluss. Da können wir nicht unendlich viel Bandbreite, haben wir nicht im Kabel drinnen. Und auch in der Monitor-Rate, wenn wir jetzt zum Beispiel da Pulsweitenmodulation nehmen, um das zu dimmen, dann bräuchten wir ja, wenn wir unendlich viel Farben darstellen wollen, eine unendliche Frequenz, mit der wir da rumsteuern. Und unendliche Frequenzen, wie gesagt, gibt es nicht. Und wir wissen, umso höher die Frequenz, umso teurer, umso kleiner muss die Technologie werden, damit weniger Leistung verbraucht wird. Deswegen, 4K HDR-Monitor brauchen Lüfter hinten drin, weil die Frequenz von den Chips schon zu groß ist, dass man das passiv mit der Kühlung eigentlich wegkriegt. Ja. Deswegen müssen wir uns da irgendwie limitieren. Und da limitieren wir uns auf 2 hoch N. Wir sind ja, wie gesagt, digital, deswegen 2 hoch. Wir haben 2 verschiedene Zustände. Hoch der Bitzahl. SDR, Standard Dynamic Range, ein normaler Bildschirm, wie ihn eigentlich jeder von euch haben sollte, hat 2 hoch 8 verschiedene Farbkombinationen. Das macht 256 bzw. 0 bis, also 0 für Pixel aus, bis 255 Pixel an. Ein HDR-Bildschirm demnach hätte dann 10 Bit, der hätte dann eben 2 hoch 10, also 1024 Kombination, also von 0 bis 1023. Und da sehen wir schon, da haben wir schon das Vierfache an der Möglichkeiten von der Helligkeitseinstellungen, was natürlich gerade für Gaming, Videobearbeitung, Fotobearbeitung halt schon schön ist. Kann ich im Moment aber auch noch nicht auskosten, weil Lieferungsprobleme. Ja, genau. Und so wird das eben dargestellt. Da kann ich dann eben diese verschiedenen Kennlinien quasi auswählen pro Pixel, wie ich das Licht durchlassen wollen würde. So, jetzt bringt uns aber ein Pixel nicht weiter. Ein Pixel ist ganz schön für die Theorie und jeder Bildschirm oder jede Technologie von Pendel hat mit einem Pixel angefangen. Aber letztendlich haben wir uns irgendwann mal hochgearbeitet zu einer kompletten, ja, kompletten Grid, ein kompletter Raster am Pixel, also X mal Y. Und das ist eben hier die Breite mal die Höhe vom Bildschirm. Das ist eben das, was man auch eben sagt. Full HD, 2K, WQHD, beziehungsweise 2K, 4K, also UHD. Und das ist eben diese X mal Y Auflösung, die so ein Panel hat. Können wir mal ein Rechenbeispiel machen. Zum Beispiel ein 4K HDR-Panel. Das hat 3840 Pixel mal 2160 Pixel. A jeweils 3 Farbwerte, also RGB. Mal jeweils 10 Bit. Das ergibt 248.832.000 Bit. Das sind ungefähr um die 30 Megabyte, also um MIB, die richtigen Byte. Und das ist quasi der Durchsatz, den wir durch das Kabel durchhauen müssen. Jetzt können wir das zum Beispiel mal ausrechnen, denn HDR läuft eben auf dem Monitor mit 120 Hertz, also 120 mal in der Sekunde. Müssen wir 30 Megabyte durchhauen, das sind 3600 Megabyte, wenn wir das durch 1024 teilen, sind wir bei 3,52 aufgerundet Gigabyte pro Sekunde. Jetzt könnte man natürlich sagen, was willst du mit Gigabyte, rechnen wir doch das in Gigabit um, weil Gigabit ist doch eigentlich standardmäßig das, was wir wollen, also mal 1024 sind wir wieder bei Mega, mal 1024 bei Kilo, mal 1024 bei Byte, das Ganze dann nochmal mal 8, damit wir wieder bei Bit sind. Dann teilen wir das durch 1024, sind wir bei K, nochmal durch 1024, bei M, nochmal durch 1024, bei G. Und dann haben wir einen Durchsatz von 28,125 Gigabit pro Sekunde, das wir für HDR brauchen. Und das ist schon einiges. Also, da muss dann schon ein gescheites Kabel her. Deswegen ist auch 120 Hertz HDR 4K nicht billig vom Bildschirmen her. Beziehungsweise, ja, LG macht es möglich, das relativ billig zu kriegen. Aber, ja, möchte ja keine Werbung machen, ne? Genau. Da kommen wir jetzt auch schon zum Framebuffer, und zwar das Bildschirmobjekt, denn irgendwie müssen wir ja diesen Bildschirm, auf den wir rendern wollen, im PC darstellen. Und das tun wir mit einem Framebuffer. Gut, es gibt auch andere Framebuffer, die nicht letztendlich fürs Bild da sind, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir das Grundkonzept kapiert haben. Also ein Framebuffer stellt im Prinzip eigentlich ein Bild dar. Das heißt, die Eigenschaften ist Höhe und Breite schon mal. Macht ja Sinn, Höhe, Breite. Des Weiteren brauche ich dann noch ein Pixelformat. Das sind die Kanäle, die ein Framebuffer hat. Zum Beispiel R8, G8, B8, A8. Da nehme ich jetzt gleich mal die Konvention, die auch DirectX eben nimmt. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, ich habe Rot, Grün, Blau und einen Alpha-Kanal mit jeweils 8 Bit. Alpha-Kanal heißt hier in dem Fall ein Kanal, der mir sagt, wie sichtbar der Pixel ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt was halb transparentet hätte, dann hätte der einen Alpha-Wert von 0,5 bzw. 128. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Pixelformat. Ich konnte heute nicht schreiben bei der Präsentation scheinbar. Pixelformt. Ja, ist okay.
Der Format ist dann nämlich zum Beispiel U-Norm, da habe ich auch das M vergessen, super, 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 zwei, drei Zeilen und zwei Fehler, super. Das Pixelformat U-Norm heißt eben normalisiert. Normalisiert heißt von 0,0 bis 1,0, also Float, ein Float-Wert. Und das Praktische dabei ist, da braucht uns eigentlich die Pixeltiefe nicht interessieren. Das heißt, wir können universell rendern, egal ob es jetzt HDR oder SDR ist im Prinzip. Wir können unsere Pixel immer zwischen 0.0 und 1.0 darstellen. Demnach können wir eben auch das in jedes Pixelformat umrechnen, indem wir das einfach mal 1023 bzw. Mal 255 nehmen. Ein anderes Format zum Beispiel wäre auch uint. Uint wiederum würde bedeuten, ich habe wirklich von 0 bis 255 oder von 0 bis 1023. Oder eben whatever, was auch immer reinpasst in dieses Ding. Zum Beispiel würde sich uint anbieten, wenn wir zum Beispiel einen Object-Buffer machen, wo wir uns die Entity-ID von einer Bildschirmidentität speichern. Würden wir uns in diesem Buffer ein uint speichern, zum Beispiel G8B8A8 uint können wir da nehmen und dann jeweils die eben in diese 888, das macht ja 16, 32 Bit, also könnten wir dann 32 Bit-Wert in den über die RGBA-Channels verteilt speichern, zum Beispiel. Ja, dieser Framebuffer, wie ich ja schon erzählt habe, wird zum Rendern verwendet. Hauptsächlich zum, oder eigentlich die Grundverwendung, wenn man an Framebuffer denkt, ist der am Bildschirm dargestellt wird, beziehungsweise der Backbuffer, auf dem wir rendern, beziehungsweise dann, der dann später zum Frontbuffer wird, wenn er eben am Bildschirm angezeigt wird. Anderes Beispiel sind Depthbuffer, also die Tiefenbuffer, die die Tiefeninformationen speichern, Geometriebuffer, G-Buffering für die Third Rendering, werden wir später auch noch kennenlernen. Da speichern wir Geometrieinformationen oder Surface-Informationen, also wie reflektierend ist ein ist eine Oberfläche, wie sehen die Normals auf der Oberfläche, wie sieht die Farbe auf der Oberfläche aus und dann letztendlich unsere Lichtberechnungen auf Basis dieser Geometriebuffer zu tun in den normalen Framebuffer. Schatten werden eben auch verwendet, beziehungsweise wir nehmen einen Framebuffer, rendern da die Schatten rein und nehmen das halt später als Textur. Für Anti-Aliasing brauchen wir auch Framebuffer, sowohl Screenspace als auch Multisampling Anti-Aliasing, MSAA, da brauchen wir auch Framebuffer. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Framebuffer-Objekt. Framebuffer ist der Buffer, der letztendlich am Bildschirm angezeigt wird. Das sind in der normalen Anwendung zwei oder drei Stück. Die sind genau gleich, haben aber demnach einen anderen Inhalt. Und zwar der eine ist vom Frame N und der andere ist vom Frame N-1 bzw. N+1, wie auch immer man das sehen möchte. Wofür brauchen wir mindestens zwei? Wir wollen vermeiden, dass wir auf dem Bildschirm zeichnen. Stellt euch mal vor, wir haben jetzt irgendeine Szene, wo im Hintergrund ein Vulkan ausbricht. So, der Vulkan spuckt ganz viel Lava und macht den kompletten Bildschirm rot, sage ich jetzt mal. So, wir befinden uns aber in einem Gebäude mit einer soliden Wand. Wir sehen den Vulkan gar nicht, aber der Vulkan ist trotzdem da und wird gerendert, weil er sich doch irgendwie in unserer Sicht befindet und unser Coloring nicht so gut ist. Also zeichnen wir als erstes den kompletten Vulkan und danach dann die dunklen Wände drüber. Jetzt stellt euch mal vor, wir machen das direkt auf dem Bildschirm. Das heißt, jeden Frame knallen wir den Nutzer erstmal seine kompletten Augen rot voll, um dann eine schwarze Wand drüber zu zeichnen. Da sehen wir schon, das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen wollen wir da ein sogenanntes, mindestens ein Double Buffering nehmen. Konzept, wir haben einen Buffer, auf dem zeichnen wir. Da zeichnen wir erst rot drüber, danach zeichnen wir schwarz drüber. Ist scheißegal, wir können da noch pink, blassblau, lila, gelb drauf malen, wie wir auch immer wollen. Das sieht der Nutzer nicht. Der Nutzer sieht es erst, wenn wir fertig sind und den letztendlich präsentieren werden. Wir haben zwei Buffer. Einer, der sitzt auf dem Bildschirm und wird dargestellt. Und einer, der ist bei uns im Hintergrund, auf den zeichnen wir. So, jetzt müssen wir ja diese Buffer irgendwann austauschen. Da haben wir zwar ein Problem, denn unser Monitor ist nicht unendlich schnell. Dafür haben wir eine Refresh Rate. Wir haben 60 Hertz. Das heißt, der Monitor tut 60 Mal in der Sekunde anfangen, ein Bild zu zeichnen. Das heißt aber auch, dass wir nur 60 Mal in der Sekunde die Möglichkeit haben, ein Bild dem Monitor zu geben. Okay, nein, wir können den sogenannten V-Sync, nennt sich das, sich mit dem Monitor synchronisieren. Den können wir ausschalten. Das Problem, was wir dann haben, wenn wir diesen V-Sync ausschalten, ist, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Monitor ist gerade dabei, den Frame N, also den alten Frame, zu zeichnen. So, der ist jetzt ungefähr bei der Hälfte des Bildschirms. So, in dem Moment sind wir fertig mit dem Frame N+1 und geben dem Monitor den Frame N+1. Dann haben wir jetzt immer noch in der oberen Hälfte, weil da hat der Monitor ja schon gezeichnet, den Frame N. Aber ab der Hälfte zeichnen wir dann plötzlich den Frame N1. Wenn die Kamera stillsteht, überhaupt kein Problem. Aber stellt euch mal vor, wir bewegen uns nach links. Dann ist der Frame, der untere Frame, da sehen wir schon weiter nach links gedreht. Das heißt, wir haben da eine Verschiebung drin. Das heißt, wir sehen dann zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie ein Würfel in der Mitte steht, dass der Würfel einfach in der Mitte quasi durchgeschnitten ist und ein bisschen weiter nach links geschoben worden ist. Im unteren Bild und im oberen Bild war er noch so, wie er davor war. Und das nennt man Tearing. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Deswegen nutzen wir V-Sync.
So, was jetzt aber das Problem mit Double Buffering und VSync? Stellt euch vor, wir sind fertig mit einem Frame. Wir sind fertig, den zu zeichnen. Wir sind jetzt im Moment bei der Millisekunde 0. So, jetzt ist der Monitor aber erst bei der Hälfte des alten Frames angelangt. Wir wissen, der Monitor hat 60 Hertz, also 1 durch 60, das heißt, 60 Hertz. Das heißt, wir haben 16 Millisekunden zum Zeichnen. Das heißt, der Monitor braucht noch ganze 8 Millisekunden, um den Frame fertig zu zeichnen. Das heißt, wir müssen 8 Millisekunden warten, die er noch den alten Frame zeichnet, bis wir unseren neuen übergeben. Und dann können wir erst im Hintergrund anfangen zu zeichnen, weil wir hatten ja immer noch, wir coden ja an den alten Buffer noch nicht ran. Der neue ist fertig, auf den können wir nicht zeichnen, aber der alte wird noch verwendet, um einmal anzuzeigen. Von daher haben wir 8 Millisekunden, die wir warten müssen, die wir komplett verschenkt haben. Das heißt, letztendlich sind wir dann, wenn wir sagen, wir brauchen noch 16 Millisekunden für unseren Frame, sind wir dann bei einer kompletten Frame-Time von 24 Millisekunden. Wenn wir die jetzt auf VSync aufrechnen, haben wir plötzlich aus unseren 60 FPS, die unser Monitor hat, nur noch 30 FPS gemacht und wir brauchen 30 FPS für unser Game. Und da sehen wir, das ist irgendwie blöd. 30 FPS anstatt 60 und das nur, obwohl wir 18 Millisekunden daneben liegen. Das ist irgendwie blöd, das würde ich gerne reduzieren. Und das können wir mit einem sogenannten Triple Buffering. Das heißt, wir haben jetzt drei Buffer. Im Prinzip müssen wir das jetzt so vorstellen, dass wir vier Slots haben. Der eine Slot ist der Bildschirm, da wird es angezeigt. Vor dem Bildschirm ist ein Warteslot, da wartet ein Buffer darauf, dass der Bildschirm fertig wird mit dem Zeichnen. Dann haben wir unseren Zeichenslot, da zeichnen wir gerade drauf. Und vor diesem Zeichenslot haben wir wieder ein Warteslot, da wartet ein Buffer, dass gezeichnet werden kann. Anfangen tun wir damit. Ein Buffer wird gerade angezeigt, einer hängt im Warteslot zum Zeichnen und einer hängt beim Zeichnen. So, jetzt zeichnen wir unseren Buffer. Der ist fertig gezeichnet. Den geben wir jetzt in den Warteslot für den Bildschirm und holen uns aus dem Zeichenwartebuffer den alten. Jetzt können wir direkt anfangen, den neuen Buffer zu bezeichnen, während die GPU sich um den Bildschirm und um den Warteslot vom Bildschirm kümmert. Sobald wir jetzt nämlich ein V-Blank stattfindet, schaut die GPU nach, wartet gerade ein Buffer auf dem Bildschirm? Ja, tut er. Also tu den aktuellen Buffer vom Bildschirm mit dem Warteslot zum Zeichnen und nimm aus dem Warteslot für den Bildschirm den aktuellen Buffer, der als letztes gezeichnet worden ist, raus und sende ihn an den Bildschirm. Das heißt, jetzt sollten wir im Idealfall immer, wenn V-Blank da ist, einen Buffer haben, den wir am Bildschirm anzeigen können und im Idealfall immer, wenn wir mit dem Buffer fertig sind, einen neuen zum Zeichnen haben. Können wir das Ganze entzehren und dann plötzlich aus unseren 30 FPS 60 FPS machen. Und das ohne irgendwelche anderen Optimierungen. Und das ist eigentlich schon eine ganz schöne Sache. Klar, kann natürlich auch sein, wenn wir uns ganz blöd anstellen, dass es nichts bringt, aber an sich sollte gehen. Ja, jetzt habe ich euch ja schon erzählt, dass wir immer mehrere Buffer haben, dass die irgendwie da rumwarten auf irgendwelchen Warteslots und damit wir das nicht selber implementieren müssen, gibt es die sogenannte Swap-Chain. Das ist ein Designmuster, was eigentlich in jeder Grafiksprache gibt und an jeder API. Und diese Swap-Chain, die verwaltet und erstellt die Frame-Buffer. Das heißt, die erzeugt die Frame-Buffer, die managt die Frame-Buffer, die weiß, wie man die Frame-Buffer resize, die weiß, wie sie diese Frame-Buffer an Windows sendet. Denn Windows hat ja auch noch ein bisschen was mitzureden. Wenn wir zum Beispiel im Fenstermodus sind, dann müssen wir ja Windows sagen, hey, auf dieses Fenster kommt folgender Frame-Buffer. Dann muss der Windows-Desktop-Manager kommen. Der Windows-Desktop-Manager schaut sich das Fenster an, sagt, hey Fenster, wo bist du? Wie groß ist deine Client-Area? Ah, okay, dann, da zeichne ich diesen Buffer, der mir von DirectX gegeben worden ist, beziehungsweise von DXGI gegeben worden ist. Hin. Ja, andersrum ist natürlich blöd, der Windows Desktop Manager macht meistens noch eine eigene Kopie von dem Buffer, das heißt, sie haben dann nochmal mehr Latenz drin und nochmal eine Kopie im Speicher und haben dann nochmal eine Latenz drin. Das funktioniert zwar bei Windows-Modus, bei Windows-Applikationen kommen wir nicht drum rum, aber gerade wenn wir Vollbildschirmanwendungen haben, also typisches Spiel, wollen wir da auf jeden Fall drum rum kommen, indem wir diesen Windows Desktop Manager einfach umgehen und sagen, hey komm, tu das bitte direkt auf dem Bildschirm drauf. Und das funktioniert früher nur funktioniert mit dem exklusiven Vollbildschirmmodus. Das ist eben auch die Möglichkeit von der Swapchain. Du kannst der Swapchain sagen, so, du gehst jetzt in exklusiven Vollbildschirmmodus, dann teilt der DXGI, dann, was dann im Prinzip passiert ist, dass der DXGI-Output, der wird dann auf exklusiv gestellt. Und danach kann ich einfach direkt mir das Surface vom Bildschirm nehmen und darauf zeichnen bzw. da hin und her kopieren und kann dann direkt auf dem Bildschirm arbeiten. Das wird allerdings heutzutage nicht mehr empfohlen von Windows, denn der Windows Desktop Manager bzw. DXGI und Windows wurde so optimiert, dass sobald es ein Fenster gibt, was keinen Border hat, ein sogenanntes Borderless Window, sobald dieses Borderless Window Fullscreen ist, also ein Fullscreen Borderless Window, Fullscreen heißt in dem Moment, es beginnt links oben an dem Bildschirm und es hört rechts unten an dem Bildschirm auf,
Dann erkennt Windows, bzw. der Windows Desktop Manager oder DXGI, wer auch immer das macht, erkennt im Hintergrund, aha, das ist ein Vollbildschirmmodus. Das heißt, ich muss keine Kopie anlegen, ich muss dann nicht den Desktop Manager fragen, ich übergehe den Desktop Manager, das geht einfach direkt auf den Bildschirm. Und zack, haben wir unsere Swapchain. So, und das Ganze ist so interessant, müssen wir aber nicht implementieren. Wir müssen nur die iDXGI Swapchain 1 von Microsoft nutzen, beziehungsweise DXGI, das sogenannte COM-Interface. Ja, erzeugt wird das Ganze von der iDXGI Factory 2 mit der Funktion Create Swapchain for HWND. HWND, Window Handle für Windows, solltet ihr kennen. Ich werde nicht besonders tief auf Windows oder Windows, also Windows Fenster in Windows eingehen. Von daher, brauchen wir einfach diese Window-Handle dafür und wir brauchen ein P-Device. Das P-Device war früher immer das DirectX-Device, DirectX 12, alles anders. Da brauchen wir eine sogenannte Common Queue. Common Queues haben wir noch nicht besprochen, das werden wir in den nächsten Videos tun. Da müsst ihr einfach jetzt mir glauben, was das ist und wir werden den Code einfach übergehen. Wir werden das einfach als Blackbox betrachten, wir übergeben da einfach irgendwas und dann läuft das Ganze auch schon. Des Weiteren brauchen wir zwei Deskriptoren, einmal eine Swapchain Description und einmal eine Swapchain Fullscreen Description. Die eine ist eben für die Standard Basic Swapchain da und der andere Deskriptor ist eben nur für den Vollbildschirmmodus da. Da wir jetzt als allererstes keinen exklusiven Vollbildschirmmodus nutzen werden, werden wir den eigentlich kaum nutzen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze zu einem IDXGI-Output zu restricten, also zu sagen, hey, diese Swapchain darf bitte nur auf diesen Output angezeigt werden, werden wir auch nicht nutzen, weil wir werden ein Window haben und das möchte ich rumschieben können auf egal welchen Monitor. Ja, des Weiteren brauche ich dann natürlich noch einen Pointer zu einem Pointer von der Swapchain, denn der muss natürlich dem nachher gesetzt werden. Ja, was kann so eine Swapchain? Die Swapchain hat zum Beispiel diese Present-Funktion, die eben dafür da zuständig ist, den Buffer auf dem Fenster oder den Backbuffer, der im Moment zum Rendern verwendet wird, entweder in die Warteschlange zu tun oder eben direkt auszutauschen auf dem Bildschirm. Da kann ich ein Sync-Intervall spezifizieren, das ist eben dieses V-Sync. Da kann ich sagen, wie viele V-Blanks möchte ich abwarten. Das wird standardmäßig 1 oder 0 sein. 0, wenn ich es nicht habe, 1, wenn ich es habe, V-Sync. Und dann noch ein paar Flex, aber das werden wir im Code dann nochmal besprechen. Ja, mit Resize-Buffer kann ich die Buffer neu von der Größe her anpassen. Da gebe ich einmal an, wie viele Buffer habe ich denn überhaupt, was für eine Breite, was für eine Größe, was für ein Format möchte ich haben für den Buffer. Das könnte ich zum Beispiel auch auf Unknown stellen, dann behalte einfach das alte. Und dann nochmal ein paar Swapchain-Flex, die gibt man auch schon beim Erstellen an, die kann man aber da dementsprechend auch ändern. Also wir können hier Buffer-Count, Breite, Höhe, Format und die Flaggen ändern demnach. Ja, ich kann dann zum Beispiel auch den Fullscreen-State setzen, die Funktion werden wir erstmal nicht nutzen. Aber es wird eben auch kein Problem sein, das in einem Nachhinein zu integrieren. Es ist überhaupt kein Problem, das irgendwann zu integrieren. Unser Framework ist so stabil genug programmiert, dass solche Änderungen sehr leicht durchzuführen werden sein. Ja, des Weiteren habe ich dann noch hier die Funktion getBuffer. Die brauche ich, um einen Buffer zu lesen. Da brauche ich wieder einen IDPPV-Args und die Nummer vom Buffer, also 0 bis BufferCount minus 1. Und der gibt mir einen D3D12-Ressource zurück. D3D12 Ressourcen haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet, was GPU-Ressourcen sind. Wir werden noch einen Extensive Resource Manager bauen, aber bis dahin stelle ich auch das Ressourcenthema ein bisschen zurück. Eine Ressource ist zum Beispiel ein Framebuffer in dem Fall oder eben in der Backbuffer. Wir werden die Ressource jetzt als erstmal auch nur als Blackbox betrachten und eben schön verwenden. So, jetzt geht es aber dann in Code, denn wir wollen ja alle was programmieren. Ja, bevor wir jetzt hier uns das ganze neue Zeug anschauen, möchte ich nochmal in meinen Default-Header reingehen. Da gibt es nämlich eine kleine neue Zeile, und zwar diese hier. Ich habe ein kleines Assert programmiert, eine Expression und Message. Ich glaube, jeder sollte ein Assert kennen. Wenn die Expression nicht valid ist, dann normalerweise kennt man ja, da kommt irgendwie Debug-Break. Ich habe mich für eine Exception entschieden. Ich throw dann eine Exception. STD-Exception, Assertion fail, bla 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 bla, der Message, die übergeben wird. Alles easy. Ja, des Weiteren haben mich meine langen Compile-Zeiten gestört. Ich habe mir das jetzt Ganze noch als Pre-Compiled-Header gezogen. Also das ist jetzt ein Pre-Compiled-Header geworden, der Default-Header. Und ich habe jetzt, glaube ich, die Compile-Zeit auf ein Achtel reduziert. Ungefähr, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, in der WinMain habe ich auch ein bisschen gecleant. Da gibt es jetzt nur noch die Factory-Creation, Adapter erstellen und ein Device erstellen. Das ganze andere Spielzeug, was wir drinnen hatten, das ist jetzt im Moment raus. Ja, aber bevor wir hier weitergehen, möchte ich noch kurz einmal die Swapchain erklären. Bevor ich aber zur Swapchain übergehe, möchte ich einmal kurz euch in mein Windows-System einführen. Das ist EasyHWND, ist ein Library, das ich programmiert habe, ist unter der Mid-License oder der Unlicense verfügbar. Kennt ihr ähnlich wie Exception++, ist ehrlich gesagt auch der gleiche Text, nur mit ein bisschen was ausgetauscht. Ich empfehle euch, dieses Library immer zu verwenden, wenn ihr irgendwas mit Windows machen wollt. Weil es nervt einfach nur, das Ganze selber zu programmieren. Ich weiß es selber, ich habe sowas oft genug programmiert und irgendwann nervt es einfach. Deswegen habe ich mir das mal geschrieben.
Was macht das Ding? Ich habe hier einmal einen iWindow-Listener, der definiert einmal die Funktion, das gemeinsam abgemachte Interface, wie Window-Messages behandelt werden. Wenn ihr wisst, ihr müsst ja in Windows, wird eine Window-Message durch das Fenster, die Message-Code WParam und LParam definiert. Und wird eben durch eine Window-Proc erzeugt. Da habe ich zwei Stück. Einmal die Setup-Proc, das ist die vom standardmäßig gesetzt wird von der, in der Window-Class. Was ich hier erstmal schaue, ist, ob meine Message ein NC-Create-Event ist. Dann extrahiere ich aus den L-Para mein Create-Struct und hole mir da meinen Create-Parameter raus und speichere ihn in der User-Data. Gleichzeitig stelle ich die Window-Proc um auf diese Window-Proc. Diese Window-Proc tut nichts anderes, wie aus den User-Data den iWindow-Listener-Pointer zurückzucasten. Warum das geht, werden wir unten beim Window dann gleich sehen. Und dann auf den entsprechenden Listener den Handle-Window-Message callen. Und falls das Ganze fehlschlägt, einfach die Standard-Window-Proc zurückzugeben. Beziehungsweise wenn der Händler die Message nicht gehandelt hat. Ja, die Window-Class ist eigentlich auch ganz einfach, außer dass ich halt hier ein paar Standardparameter habe, was Windows standardmäßig nicht tut. Ja, doch, okay, schon. Man könnte das theoretisch auch erstmal alles offen lassen, aber gut, passt eigentlich alles. Die wird dann dementsprechend beschrieben hier. Window-Proc-Setup wird als Window-Proc genommen. Das Ganze wird dann auf Valid gestellt, wenn das Ganze funktioniert. Kleinen Destruktor, der das Ganze auch wieder schön unregistert, sobald das out of scope geht. Ein kleiner Boolean Operator, um zu schauen, ob das Ganze valid ist, dass ich einfach sagen kann, if my class, dann mach irgendwas oder if oder assert my class und wenn das eben fehlschlägt, gibt es eben Probleme. Das können wir eigentlich theoretisch auch nachher nochmal in der Winmain Include rein einfügen, das habe ich da ganz vergessen. Ja, dann haben wir hier eine private oder protected Funktion getClassName, die darf zum Beispiel nur das Window hier anschauen, denn kein anderer wie das Library möchte bitte da diese Klasse nutzen. Denn Window-Class, das sollte man immer encapsulaten, weil ich damit, dass ich hier in meiner Window-Proc zu einem iWindow-Listener-Pointer caste, muss ich das Ganze irgendwie encapsulaten. Nicht, dass mir da irgendjemand den Klassennamen klaut aus dem Objekt und dann was selber damit macht. Klar, der Nutzer könnte ihn nochmal wiederverwenden und selber irgendwas Böses tun, aber ja. Da gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Ich möchte einfach nur vermeiden, dass das aufgerufen wird. Ja, weil das Window ist dann tatsächlich ein iWindow-Listener. Wer hätte es gedacht? Wird auch wieder erstellt mit den Standard-Window-X-Parametern. Bla, 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 bla. Und hier kommt The Magic. Der Create-Parameter ist demnach ein This-Pointer, das heißt, der Sys wird in das Create-Struct übergeben und da Sys ja ein iWindow-Listener ist, können wir nachher safe das Ganze zu einem iWindow-Listener casten hier oben und dann Handle-Window-Message aufrufen und dann haben wir tatsächlich für jedes Window die Funktion auf den richtigen Objekt aufgerufen. Ja, was kann so ein Window? Es hat natürlich auch einen Destruktor, wo es natürlich wieder zerstört wird. Was kann es an sich? Ich kann die Visibility einstellen vom Window, es kann die Window Size setzen, es kann die Position setzen. Es kann explizit zurück zu einem HWND gecastet werden. Explizit, da ich nicht möchte, dass irgendjemand da aus Versehen irgendwas mit den HWND macht. Wool Operator wieder, um nachzuschauen, ob die Window Handle valid ist. Ja, das Ganze gibt es hier natürlich nicht. Intern natürlich die Handle-Window-Message-Funktion muss ich überschreiben, denn es ist ja ein iWindow-Listener. Standardmäßig hört er nur auf VM-Close-Events, denn sobald VM-Close kommt, setzt er sich eine kleine Flag auf True, die eben sagt, okay, ich möchte geschlossen werden. Diese Flag kann ich demnach hier mit der Funktion Check Window Close Flag einmal überprüfen, sage ich, als erst lese ich mir die aus, wenn ich das Ganze clearen möchte, wird sie gecleared, dann wird der alte Value returned und das kann ich dann dementsprechend nutzen, um aus dem Loop rauszuspringen. Des Weiteren habe ich nur eine Adjust Size for Window Position, das ist im Prinzip nur ein kleiner Wrapper um Adjust Window Rect X rumrum, einfach nur um dementsprechend die Position eines Windows oder die Größe eines Windows zu berechnen für eine gegebene Client Size. Denn, wie gesagt, beim Window, diese Leiste da oben, die gehört ja nicht zu Client-Size dazu, gehört aber zu Window-Size dazu. Ja, das war's zu Window. Jetzt schauen wir uns die sogenannte GI-Swap-Chain an. Das allererste Mal haben wir hier eine Enum-Class, die den Buffering-Mode angibt. Wir haben ja, wie gesagt, Double-Buffering und Treble-Buffering. Demnach auch als Unsigned-Easy deklariert und hier mit 2 und 3 benannt. Dann kann ich es nämlich nachher einfach easy casten und braucht halt nicht irgendwie so einen hässlichen Switch on auf meinen Parameter. Dann reicht ein einfacher Cast, ist dann ganz schön. Ja, wie funktioniert die GI-Swap-Chain standardmäßig selber? Die ist natürlich auch ein Com-Pointer und zwar eine Swap-Chain 1. Hat einen Default-Konstruktor, denn ich möchte da auch 0 Objekte erzeugen können. Hat demnach auch einen eigenen Copy-Operator, weil da verlasse ich mich jetzt nicht mehr auf den Standard-Copy-Operator. Copy-Konstruktor gibt es nicht, ich möchte nur assignen können. Des Weiteren überschreibe ich auch die Release-Methode von dem Scope-Com-Pointer. Die wird auch im Destruktor aufgerufen, aber das werden wir eh gleich sehen.
Denn es ist hier auch wichtig, dass ich eine spezielle Sachen aufrufe, bevor ich das Ganze release. Ja, was sind so die Argumente, die Standardfunktionen von so einer Swapchain? Ich kann natürlich ein Frame presenten, das gebe ich da noch an, möchte ich ein V-Sync haben? Standardmäßig sage ich nein, ich möchte keine V-Syncs haben. Ich kann die Swapchain resizen, also ich kann eine neue Breite und Höhe einstellen. Ich kann mir den aktuellen Backbuffer, also den aktuellen Zeichenbuffer, der gerade dazu bereit ist, gezeichnet zu werden, geben lassen als ID3D12 Ressource. Wie gesagt, irgendwann später auch nochmal mehr über Ressourcen und so weiter. Ich kann mal die aktuelle Render Target View Handle zurückgeben. Diese Handle brauche ich, um auf einer Comment List eine Render Target View zu setzen. Werden wir auch mehr drüber reden, sobald wir auf Descriptor Heaps zu sprechen kommen. Die habe ich jetzt auch wieder verwendet hier, weil es nicht anders geht, aber ich möchte das Ganze Schritt für Schritt lernen, also einfach bisher noch ignorieren. Jo, dann habe ich auch noch eine Funktion, wo ich die Number of Frames in Flight abrufen kann. Da gebe ich einfach nur 2 oder 3 zurück, je nachdem, ob ich Double oder Triple Buffering bin. Das brauche ich für Synchronisierungen, wenn meine Applikation endet oder ich meine Frame Buffer oder meine Backbuffer demnach resizen möchte. Da muss ich warten, dass wirklich alle Frames fertig sind und deswegen brauche ich da die Nummer. Die Synchronisierung, das werden wir dann demnach auch irgendwann nochmal genauer besprechen. Ja, Release haben wir ja schon gesagt, genau. Zweitens haben wir zwei interne Methoden, Drop-Buffer und Retrieve-Buffer, denn die Back-Buffer müssen ja irgendwie gespeichert werden als ID3D12-Ressource. Und mit Drop lösche ich die, damit ich resizen kann, und mit Retrieve hole ich sie mir, um erstellen zu können. Werden hier gespeichert in den Array of Scope Compointer von ID3D12-Ressourcen, maximal haben wir Triple-Buffering, also 3, und das ist dann standardmäßig erstmal leer. Ja, des Weiteren brauche ich einen Descriptor-Heap, dazu auch irgendwann mehr und eine Kopie vom Device. Für diesen Descriptor-Heap brauche ich einen UnsendIntIncrementValue, den werden wir auch in dem Video, was dann über Descriptor-Heaps geht, besprechen. Ja, des Weiteren haben wir hier zwei weitere Uint, einmal die Anzahl der Buffer, die aus diesem Array hier oben verwendet sind, also 2 oder 3, und den aktuellen Index des aktuellen Buffers, auf dem wir zeichnen, um einfach immer auf dem richtigen zu zeichnen. Ja, schauen wir uns auch nochmal ganz schnell den Konstruktor an. Der Konstruktor bekommt einen Pointer zum D3D12-Device, einen Pointer zu einer Common Queue, einen Pointer zu einer Factory 2, GI Factory in dem Fall, braucht eine Reference für ein Window, braucht einen Buffering-Mode, der standardmäßig auf Double Buffering, und ein Format standardmäßig auf RGB A8 UNORM. Common Queue, wie gesagt, das ist seit DirectX 12 notwendig. Früher hätte das DirectX-Device gereicht bis DirectX 11. Bis jetzt einfach noch ignorieren, da dann eben nächstes Video mehr dazu. Ja, gehen wir uns einmal die Implementierung anschauen. Das erste, was ich hier mache, ist ein Heap erstellen und die Increment Size von diesem Heap abfragen. Werden wir irgendwann später noch erklären, aber vielleicht, wenn ihr das dann irgendwann verstehen wollt, Buffering, ja, die Anzahl der Buffer spielt eine Anzahl mit der Anzahl der Deskriptoren, denn ich brauche für jeden Buffer, den ich habe, einen Render-Target-View, um zu rendern zu können, und deswegen brauche ich auch so viele Slots im Deskriptor. Aber gut, machen wir irgendwann anders mal in Ruhe. Ja, als nächstes ist es wichtig, erstmal die Größe von der Client-Area des Windows rauszufinden, denn die müssen wir als Breite und Höhe für unsere Swap-Chain einzustellen. Dafür hole ich mir einen Rect, einen Window-Client-Rect, und dann asserte ich einfach das Get-Client-Rect für mein Reference-Window gecastet zu einer HWND. Auf meinem Client-Rect-Window einfach erfolgreich ist. Wenn es erfolgreich wird, weiß ich, okay, ich kann fortfahren. Ich erstelle mir einen Descriptor für die Swap-Chain. Ich setze als Breite right-left von meinem Client-Rect. Das ist wichtig, das muss immer so sein. Immer rechts-links, beziehungsweise top-bottom für die Höhe. Wichtig. Buffer-Format oder Format von der Swap-Chain ist demnach unser Buffer-Format. Stereo ist Stereo 3D, brauchen wir nicht. Sample-Description ist Multi-Sample Anti-Aliasing für Swap-Chains, wird für DirectX 12 nicht unterstützt, deswegen 1-0, also Count 1, ein Sample, also kein Multi-Sampling und auch keine Qualität, denn kein Multi-Sample Anti-Aliasing. Des Weiteren müssen wir eine Usage spezifizieren. Wofür möchten wir unsere Buffer verwenden? In dem Fall wollen wir diesen Buffer verwenden als Render Target Output, denn wir wollen es ja irgendwann mal darstellen. Deswegen Render Target Output. Als nächstes müssen wir die Anzahl der Buffer festlegen. Das ist unsere Buffering Mode. Wie gesagt, der Enum ist ja definiert auf entweder 2 oder 3. Deswegen können wir das Save zu einem Unsigned In casten und haben dann hier mit unseren Buffer Count. Ja, des Weiteren müssen wir ein Scaling spezifizieren. In dem Fall sage ich hier Scaling None. Das gibt einfach an, wenn unser Fenster, unser Target, Fenster, Monitor, whatever, wenn das eine andere Größe hat, wie unsere Swapchain, also das, was wir in Width and Height angegeben haben, wie soll verfahren werden? Ich sage in dem Fall, wir verfahren gar nicht. Das heißt, es wird entweder die maximale Größe vom Fenster oder die maximale Größe des Buffers gezeichnet. Das heißt, 1:1. Das Gute ist, wir sollten das sofort sehen, wenn es Probleme gibt.
weil dann entweder irgendwas nicht angezeigt wird oder irgendwas vom Bildschirm abgeschnitten ist. Im Protection Code möchte man das eventuell so Stretch stellen. Stretch ist ein anderer Parameter. Wir werden gleich sogar noch sehen, was das für einen Unterschied macht. Werde ich mal einmal ausprobieren. Aber ich würde es jetzt erst einmal auf None lassen. Dann müssen wir noch einen Swap-Effekt spezifizieren. DirectX 12 erwartet Sequential. Es gibt einmal Flip-Sequential und einmal nur Sequential. DirectX 12 erwartet Sequential, deswegen funktioniert nur Flip-Sequential oder Sequential. Da wir aber auch eine Anwendung schreiben wollen, die für Variable Refresh Rate Monitors, also Monitoren mit variabler Refresh-Rate, also Aktualisierungsrate, müssen wir ein Flip-Modell wählen. Das heißt, der Monitor für eine aktuelle, für eine variable Refresh-Rate erwartet Flip, irgendeinen Flip-Mode, und DirectX 12 erwartet Sequential, also resultiert das für mich in Swap-Effekt Flip-Sequential. Ja, da können wir auch gleich nochmal zu den Flags gehen, weil das hat eigentlich auch ein bisschen was damit zu tun. Die Flag Allow Tiering sagt, okay, ich möchte Tiering erlauben, und für Variable Refresh Rate Monitore müssen wir Tiering erlauben, weil in unserer Fullscreen-Deskriptor, wenn wir ihn dann ausfüllen, steht eine nominale Refresh Rate vom Monitor drinnen, und wenn wir von der abweichen, müssen wir eben Tiering erlauben, auch wenn dann sowas wie G-Sync oder FreeSync beispielsweise dann den Monitor auf unseren Frame warten lässt und sich demnach an unseren Frame anpasst und nicht an seiner Refresh Rate. Und von daher sollten wir diesen Flag dann trotzdem einfach setzen. Ja, des Weiteren bei den Flags ist noch was heißt Allow Mode Switch. Das erlaubt uns einfach nur theoretisch, falls wir es mal wollen, Vollbildschirmmodus umzuschalten. Ja, letzte Parameter, den wir noch besprechen wollen, ist der Alpha-Modus. Denn wie gesagt, unser Buffer-Format hat ja standardmäßig RGB A8 UNORM, also A für Alpha-Werte. Und irgendwie muss ja die Swap-Chain wissen, was er mit diesem Alpha-Wert anstellen soll. Denn der Bildschirm ist ja nicht durchsichtig. Ich kann ja nicht durch den Bildschirm durchschauen mit einem Alpha-Wert. Der Alpha-Wert hat da eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen müssen wir ihn hier angeben. Was machst du mit dem? Wie sollst du diesen Alpha-Modus interpretieren? Ich sage ihn einfach, hey, ignoriere den. Ich habe mich schon drum gekümmert. Der Alpha-Modus ist irgendein Relikt aus meiner Rendering-Pipeline, der da vielleicht noch irgendwie drin rumgammelt. Von daher ignore. Ja, des Weiteren brauche ich eine Fullscreen-Description. In diesem Fall wollen wir Windowed-Modus sein, deswegen sage ich einfach nur Windowed gleich True und den Rest muss ich dann gar nicht erst ausfüllen. Dann kann ich auch finally die Swap-Chain erstellen. Ich brauche einmal den Pointer zur Common Queue, einmal mein Window gecastet zu einer HWND, Swap-Chain-Description, Fullscreen-Description, dann einmal meinen Monitor oder mein Output, auf den ich das locken möchte, in dem Fall Null, ich möchte es nicht locken. Und dann noch einmal schön den Pointer zu meinen internen Pointer, zu meinen Com-Pointer. Sehen wir hier, Scope-Com-Pointer 2. Wenn das alles so schön ist, kann ich mir auch letztendlich abspeichern, dass die benutzten Buffer von mir die Anzahl der Buffer sind, die im Buffering-Mode festgelegt worden sind. Klar, jetzt am Ende noch einmal Retrieve-Buffer aufrufen, um demnach die Buffer auch zu holen. Können wir uns auch gleich mal anschauen. Retrieve-Buffer, wo haben wir die Funktion? Hier, Retrieve Buffer. Als erstes Mal asserte ich mal, dass mein Com-Pointer gültig ist, weil sonst brauche ich hier gar nicht weitermachen. Wenn der Com-Pointer falsch ist, dann Katastrophe. Danach habe ich hier einen kleinen For-Loop, der geht durch von 0 bis zu der Anzahl an Buffer, die ich nutze, minus 1, also von dem Fall 0,1 oder 0,1,2, je nach Anzahl der Buffer, also 2 oder 3 Mal wird das Ganze hier ausgeführt. Was ich hier sage, ist Swapchain, gib mir einen Buffer, und zwar den Eaton-Buffer, also 0., 1. oder 2. Und bitte auf mein Array am Buffer, auch an die Ether-Stelle, und zwar dem Pointer dahin, über IID BBVARX. Dann wird demnach dieser Pointer eben einmal gesetzt. Eigentlich müssten wir hier, wenn wir ganz sicher sein wollen, auf das... Ah, was haben wir denn jetzt? Null Pointer Exception von Visual Studio, wunderschön. Eigentlich ist es hier am safesten, wenn wir hier einmal nochmal Release aufrufen, damit der alte Buffer auch sicher frei ist. Können wir mal machen, ist sicherer so. Genau, als nächstes muss ich dann eine Handle erstellen für diesen Buffer. Hole ich mir als erstes mal die Starthandle von einem Heap, muss die dann um diese Anzahl, die ich mir geholt habe, inkrementieren und um i. Werden wir aber auch nochmal genau besprechen und kann dann mein Device, deswegen muss ich mir auch meinen Device-Pointer auch abspeichern, nach einer Render-Target-View fragen, sag, hey, erstell mir doch bitte eine für diese Ressource, also für den Buffer, den ich mir gerade geholt habe. Eine Standard-View in folgenden Heap an folgende Position quasi. Und da erstellt er dann eine View, die ich dann später nutzen kann, um eben ein Render-Target-View festzulegen. Aber mehr dazu dann irgendwann später mal. Ja, wenn wir gerade schon dabei sind, schauen wir uns doch einfach gleich mal die Drop-Buffer-Methode auch noch an. Ist auch ein netter kleiner For-Loop, der läuft auch einmal durch meine benutzten Buffer durch und lässt einfach einmal Release ausführen. Also ganz trivial. Ja, als nächstes interessant ist natürlich der Destructor, der callt nur Release. Standardmäßig würde der ja zum
Scope kommt Pointer weitergehen, den habe ich aber overrided. Deswegen schauen wir uns einfach mal die overrided-Methode an. Ich droppe als erstes mal alle meine Buffer, denn ich möchte sicher gehen, dass meine Buffer alle weg sind. Danach lasse ich meinen Heap fallen und mein Device fallen, also meine beiden Referenzen, die ich da habe. Heap habe ich selber erstellt, Device habe ich nur eine extra Referenz drauf. Muss beides auch weg, zack, weg damit. Das Device könnte ich mir sparen, das könnte ich automatisch löschen lassen, aber ich habe es jetzt einfach mal reingeschrieben. Ist ja im Prinzip egal. Und danach sage ich natürlich auch nochmal meinen... Na, wobei, es ist nicht egal, weil es ist die Release-Methode und nicht der Destruktor. Also muss ich das Device eigentlich schon releasen. Ist schon wichtig. Ja, ist schon richtig. Gut. Wobei, im Prinzip so wichtig wäre es auch nicht, weil letztendlich würde der Destruktor irgendwann eh aufräumen. Aber, naja, wobei, wenn ich Release aufrufe, will ich ja eigentlich auch wirklich, dass alles released ist. Sonst habe ich bei Report Lifetime Objects irgendwie ein Problem. Also, das sollte man schon drin haben. Und danach sage ich natürlich auch noch, dass mein eigener Compointer aufgeräumt ist. Natürlich nochmal die Superclass auch nochmal einmal aufrufen. Ja, und da können wir uns eigentlich gleich bei der Gelegenheit den Copy Operator anschauen, denn der ist etwas interessanter geworden. Und zwar assertet er erst einmal, dass der eigene Compointer nicht existiert. Denn Copy soll nur gehen, wenn... die eigenen Pointer alle okay sind. Theoretisch könnte man hier eventuell noch mit Release arbeiten. Das wäre wahrscheinlich sogar fast noch cleaner hier. Also sagen wir mal erstmal Release Own. Also erstmal hier ein Release ausführen, dass das eigene Objekt schön gelöscht ist. Dann kopiere ich mir einfach die Ins rüber. Und jetzt wird es interessant, denn mit dem Copy Operator klaue ich mir vom anderen die Objekte. Das mache ich mit STD Move. Da hole ich mir einfach alle Pointer, die der Gegner hat, einfach rüber, auch die ganzen Buffer, gepair damit und sag dann, hey du anderer, du hast jetzt nichts mehr. Null. Einfach invalidaten, weil der STD Move Operator, der Move zwar schön, aber ja, müssen wir vielleicht nochmal sicher gehen, dass das Ganze hier beim Gegner auch schön auf Null ist. Ja, schauen wir uns doch mal die Present-Funktion an. Als erstes asserte ich mal, dass mein Pointer existiert und danach schaue ich, was passiert, wenn ich Present aufrufe. Present hängt jetzt ab, ob ich VSync oder nicht habe. Habe ich VSync an, will ich auf ein V-Blink warten. Habe ich es auf, warte ich auf kein V-Blink. Habe ich VSync an, brauche ich keine Flex. Habe ich aus, muss ich Tiering erlauben. Ist ja nur so ein bisschen hier so ein bisschen Rumwrapping, dass das Ganze eben möglichst kompakt und schön mir ein Present mit VSync On und VSync Off erlaubt. Anschließend muss ich natürlich auch noch meinen Current Buffer inkrementieren, also meinen Current Buffer plus 1, Modulo der Anzahl an Buffer, die ich habe. Ganz normaler Modulo Increment, passt. Resize ist ein bisschen interessanter, da müssen wir nämlich erstmal die Buffer droppen und ganz am Ende wieder mit Retrieve holen. Und zwischendrin haben wir demnach die Resize-Methode von der Swap-Chain, also von meinem Compointer. Ich sage Ihnen das erste Mal, hey, die neue Anzahl der Buffer ist gleich der alten Anzahl an Buffer. Breite ist neu und Höhe ist auch neu. Format soll sich nicht ändern, also unknown. Und die Flex bleiben auch gleich, aber die spezifiere ich nochmal. Und dann demnach resized er mir im Hintergrund die Buffer. GetParentBuffer ist auch ganz straightforward. Erstmal asserten, dass der Buffer überhaupt gültig ist und dann zurückgeben. Die Handle ist ein bisschen schwieriger, aber im Prinzip auch gleich. Erstmal asserte ich auch, dass es den Buffer überhaupt gibt. Danach hole ich mir meine Start-Handle, inkrementiere die Handle wieder um die Position, die ich gerade abfrage und gebe dann die Handle zurück, aber auch mehr dazu dann im Video über die Descriptor-Heaps. Number of Frames in Flight gibt einfach nur die Anzahl der benutzten Buffer zurück. Release hat man, Operator hat man, Drop hat man, ja, dann sind wir doch damit durch. Dann können wir jetzt eigentlich super zur Win-Main übergehen. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt und jetzt kommt erstmal Codeblock, der euch erstmal nicht zu interessieren hat. Der ist, hat was damit zu tun mit mit GPU-CPU-Synchronisierungen, die wir in DirectX einfach brauchen, die wir dann jetzt in den nächsten Videos besprechen werden. Also nach den nächsten, ich glaube, 3 Videos kapieren wir das hier auch. Beziehungsweise können wir da sogar das Ganze noch schöner schreiben. Aber für jetzt interessiert es uns erstmal nicht. Danach erzeugen wir ein Window, da können wir auch mal hier machen, nochmal ein EXPP-Assert vielleicht auch noch rein, CLS, Window Class Not Valid hier, so. Und da erzeugen wir quasi als erstes mal einen Window Class. So. Create Window, nachdem es jetzt so aufgeblasen ist hier. So. Aber auch nochmal asserten. Window Not Valid. So.
Genau, also was mache ich hier? Ich erzeuge mir jetzt erst eine Window-Class. Wichtig ist, dass sie ein OwnDC hat, das Class-Style, CS OwnDC, ganz wichtig. Danach erzeuge ich mir ein Window auf der Klasse. Das Window hat den Titel Hello DirectX 12, Ausrufezeichen, an der Position 150, 150, also auf dem Hauptmonitor irgendwo da, hier ungefähr, keine Ahnung. Breite 1920 Pixel, Höhe 1080, also ein HD-Fenster quasi. Wobei das aber nicht die Client-Area ist, sondern das ist das ist die Window-Größe und nicht die Client-Area. Als Stil nehme ich jetzt einfach hier mal WS Overlapped Window, standardmäßiges Window, wie man es kennt in Microsoft, wird einfach erstmal standardmäßig erstellt. Das assert ich dann eben auch, habe ich ja gerade live eingetippt und danach sage ich noch, hey Window, du bist jetzt sichtbar. So, bevor ich die Swap-Chain erstellen kann für dieses Window, muss ich jetzt als erstes mal eine Factory 2 mir abholen. Das assert ich eben auch, dass ich ja dementsprechend eine Factory 2 bekomme und kann dann mit der Swap-Chain einfach einen erstellen. Die wird aufs Device erstellt, auf der Queue erstellt, die ich hier oben ganz heimlich erzeugt habe, hier in diesen Code-Fences. Pst, ganz böse, das dürft ihr noch nicht sehen. Factory 2 übergebe ich auch und mein Fenster demnach auch. Ich habe jetzt erstmal nichts Besonderes weiteres festgestellt. Ich möchte erstmal eine Standard-Swap-Chain haben. So, wenn ich diese Swap-Chain erstellt habe, kann ich in meinen Application-Loop gehen. Dazu erzeuge ich mir erstmal ein Message-Objekt. Und solange mein Fenster nicht geschlossen werden möchte, schaue ich als erstes mal nach. Solange ich Window-Messages für mein Window habe, translate ich die und dispatch die. Das ruft quasi unsere Window-Proc auf, unser Message-Proc im Fenster. Dann hier würde theoretisch unser Application Loop reingehen. Das heißt, da passiert unsere komplette Game Logic, unser komplettes Drawing, alles passiert. Sind wir damit fertig und unser Frame ist fertig gerendert im Backbuffer. Sagen wir unserer Swapchain, hey, präsentiere den Buffer. Danach folgt ein bisschen Synchronisierung, noch nicht relevant bis jetzt. Sobald wir dann unser Fenster schließen, muss ich nochmal synchronisieren. Das ist auch nicht relevant bis jetzt. Danach kann ich meine Swapchain releasen. Danach muss ich auch meine Synchronisierungsobjekte und Common Queues releasen. Auch noch nicht relevant für uns jetzt. Und ganz am Ende kann ich mein Device releasen und sollte dann bei Debug Only Execute eigentlich damit hier dann keine lebenden Objekte mehr haben. Schauen wir uns doch das Ganze einmal an, wie das Ganze denn so abläuft. Ja, wenn ich das Ganze starte, haben wir hier ein schwarzes Fenster. Ich kann es bewegen, rumschieben. Ja, es ist schön. Ich kann es minimieren, ich kann es wieder maximieren. Groß mache ich es noch nicht, das werden wir uns gleich anschauen. Aber wie kann ich sagen, ob das jetzt tatsächlich ein GPU-Fenster ist? Ganz einfach, wir nehmen unseren Lieblings-Task-Manager. Ich nutze hier einen Third-Party-Task-Manager, der immer auf einem anderen Bildschirm aufgehen muss. Und sich vor allen Dingen auch immer gerne minimiert beim Starten. Und tada, das ist ein anderer Task-Manager. Muss ich jetzt erstmal meine Anwendung finden. Die versteckt sich nämlich immer unter irgendeinem Microsoft-Prozess. Da haben wir sie hier bei DevNDev, das ist Visual Studio, MSBuild. Nee, nicht MSBuild, MSVSmon, das ist quasi die Debug-Runtime, dass das ganze Debugging-Zeug läuft. Und da haben wir YouTube DirectX 12 Series.exe. Und wenn ich das hier aufmache, sehe ich hier, ja, ich habe hier was. Ich sehe auf jeden Fall auch, dass hier D3D12 auf jeden Fall oder D3D allgemein Background Threads laufen hat, die irgendwo an einer speziellen Systemadresse gestartet worden sind. Ja, interessiert uns jetzt eigentlich aber auch jetzt nicht unbedingt. Was uns eigentlich interessiert, ist hier der Reiter GPU. Was tun wir an der GPU? Und wir sehen tatsächlich, dass wir hier GPU 3D hier was tun. Und zwar haben wir hier 0,4% ungefähr, die wir nutzen, um eben diese schwarze Fenster hier zu treiben. Wir sehen, das wird auch nicht mehr, wenn ich das jetzt im Vorgrund bringe. Macht nichts. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass wir hier Grafikspeicher nutzen. Und zwar nutzen wir hier ungefähr 30 MB und Shared 28 MB. Das können wir auch hier nochmal hier sehen. Wir haben hier eine Loose Utilization von 0,4% ungefähr in der 3D-GPU. Und haben hier ungefähr um die 30 plus 30 MB an Speicher. Das macht um die 60 MB. Plus dann wahrscheinlich noch ein bisschen anderer Application Overhead, können wir mal hier zählen. 3030 CPU, wo haben wir denn hier? Das steht doch bestimmt auch nochmal. Memory. Ah, das Problem ist hier, da bei Memory sehen wir hier direkt die Gesamtgröße. Da ist das DirectX Zeugs auch leider schon mit drinnen, soweit ich weiß. Egal, aber auf jeden Fall können wir hier sehen, dass wir auf jeden Fall an der GPU was tun. Wir haben hier an der GPU Speicher allocated und wir nutzen tatsächlich auch die 3D-Engine von der GPU, auch wenn die 3D-Engine bisher nichts anderes macht, wie schwarze Buffer hin und her kopieren.
Jetzt wird es interessant, und zwar, wenn ich jetzt dieses Fenster maximiere, wir erinnern uns an den Faktor Scaling, den ich auf None gesetzt habe. Nein, nicht minimieren, maximieren. So, und da sehen wir hier, was jetzt dieser Scaling-Faktor macht. Dieser Scaling-Faktor fängt jetzt hier oben links an, zeichnet jetzt hier von links oben nach rechts unten, und da stellt er fest, oh, ist ja gar nichts mehr da, also höre ich auf zu zeichnen, und deswegen habe ich hier, das ist trotzdem unser Fenster, also lasst euch nicht täuschen, das ist ein Fenster, das ist der Inhalt unseres Fensters, das ist nicht Visual Studio, was wir hier sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Desktop Explorer nehme, vom gleichen Hersteller, wir sehen jetzt hier unten, der flackert rum, aber wenn ich hier bin, ihr seht hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diesen Desktop Explorer drauf gehe, seht ihr hier irgendwo, jetzt lasst mich mal ganz kurz schnell schauen, hier, das ist diese Window-Class, diese Class Mitex TMX UI Desktop Explorer Window. So heißt zum Beispiel hier die Klasse von den Desktop Explorer. Und sobald ich jetzt hier drauf gehe, heißt sie hier My Window Class. Und auch wenn ich außerhalb des schwarzen Windrahmens gehe, ist das immer noch My Window Class. Jetzt, wenn ich das jetzt mal minimiere und jetzt wieder hier drauf bin, bei Window Class, und wenn ich jetzt auf Visual Studio gehe, dann sehe ich HVND Wrapper Default Domain, bla 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 bla, irgendwas. Das ist Microsoft. Aber wenn ich das maximiere, das ist trotzdem unser Fenster. Da wird nur im Hintergrund nichts aktualisiert. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Also das Fenster ist trotzdem da, aber er tut halt dementsprechend nichts. Und My Window Class, wie gesagt, wenn ich das Fenster jetzt mal zumache, es übereinstimmt hier mit dem Namen, den ich hier übergeben habe. So, jetzt können wir mal das mit dem Scaling mal ein bisschen rumspielen und das mal auf Stretch stellen. So, zack, Stretch. Einmal kurz kompiliert, und wenn ich jetzt maximiere, seht ihr, zack, das komplette Fenster schwarz, denn jetzt skaliere ich das nämlich hoch. Das wäre jetzt eine Reduzierung, das heißt, Scaling würde demnach jetzt auch bedeuten, das heißt, wenn ich jetzt sonst die Hälfte meiner Monitorauflösung habe, dann wird jetzt ein Pixel groß war, 4 Pixel groß. Und das wollen wir vermeiden, weil da haben wir dann tatsächlich, könnten wir da schönes Anti-Aliasing machen beim Hochskalieren, wir können damit DLSS hochskalieren oder wie auch immer die Hochskalier-Methode lautet, da gibt es auch andere wie DLSS. Und da könnte man super tolle Sachen machen, aber ein Scaling zu verwenden von der Swapchain ist mit das Blödste, was man machen kann. Deswegen einfach Scaling setze ich gerne standardmäßig auf None. Da merkt man nämlich selber, dass irgendwas nicht passt, wenn da irgendwie was hinterher hängt. Und ja, dann haben wir hier, das sieht doch auch wirklich schön aus. Also ich meine, ein Window, was dann hier normal weitergeht, also richtig schön. Das zeigt so richtig, das ist so richtig so, I'm the commander of this computer. Hier, das sieht nämlich auch wunderschön aus. Oha, jetzt haben wir was Tolles geschafft. Jetzt haben wir was sehr Geiles geschafft. Seht ihr? Das sieht jetzt ziemlich buggy aus. Wisst ihr warum? Weil eben hier nicht geupdatet wird. Wenn ich hier, jetzt war ich gerade hier kurz auf dem Monitor. Wenn ich auf den Monitor gehe und wieder reintippe, dann speichert er sich eben das ab, was davor war. Das heißt, er nimmt sich jetzt, dieses Bild nimmt er, aber jetzt zeichnet er hier nur diesen schwarzen Rahmen drüber und den Rest nicht. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel PowerPoint hochhavere und bei PowerPoint weggehe, habe ich jetzt hier PowerPoint drin, da, zack, Visual Studio noch rein, komm, noch Firefox rein, was können wir denn noch alles reinhauen? iTunes, ja, wunderbar. So sieht's doch schön aus, oder? Macht richtig Spaß. Genau, aber ja. Das ist eben dieser Scaling-Mode, und man kann da richtig schön viel Spaß haben mit dem Zeugs. Ja, das nächste Mal werden wir dann mal drüber reden und uns dann mal langsam mit der Command Queue beschäftigen und mit den allgemeinen, wie sende ich an meine Grafikkarte letztendlich Befehle, wie synchronisiere ich das. Unsere GPU hat auch mehrere Engines, denn wir wollen hier ein richtiges DirectX 12 Tutorial machen und hier nicht DirectX 11 Style machen. Deswegen werden wir uns schön 3 Command Queue jetzt zum Beispiel stellen. Schön eine Compute Command Queue, eine Graphic Command Queue und eine Copy Command Queue. Ah, das wird schön spaßig. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus!